Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Hochzeitstalk. In dieser Folge beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Dienstleister. Genau, wir sind ja selber Hochzeitsdienstleister und es gibt in der Regel auch noch ein paar weitere Dienstleister auf so einer Hochzeit. So zu den größten und wichtigsten zählen meistens die Fotografen und die DJs, die oft auch einen Großteil des Tages da sind. Dazu kommen dann Sänger, vielleicht eine Traurednerin, die einfach ein paar Stunden meistens nur anwesend sind. Genau, und bei dem Thema Dienstleister gibt es, sage ich mal, verschiedene Sichtweisen, also zum einen die Dienstleister untereinander, wie geht man da um, aber eben auch, wie gehen die Dienstleister mit dem Brautpaar um, beziehungsweise das Brautpaar mit den Dienstleistern. Und den Einstieg würde ich jetzt wirklich mal machen mit den Dienstleistern untereinander, weil wir das natürlich immer auch auf jeder Hochzeit erleben und es da leider auch mal größere Unterschiede geben kann. Genau, für uns als Videografen ist die wichtigste Zusammenarbeit natürlich die mit dem Fotografen. Meistens ist es so, dass der extern gebucht wird, weil wir eben nur Video anbieten, was aber überhaupt kein Problem ist. Also es ist so, dass wir uns mit dem Fotografen einfach zu Beginn der Trauung kurz absprechen, sagen, wie wir arbeiten. Und da wir so arbeiten, dass der Fotograf ohne Probleme uns auch mal vor der Kamera rumspringen kann, weil wir genug Perspektiven haben, um das dann rauszuschneiden, sind wir uns da auch nie im Weg und können uns gut ergänzen. Genau, also da gab es bisher auch eigentlich noch nie größere Probleme, weil es ist ja jeder auch irgendwo Profi und in der Regel ist es nicht die erste Hochzeit, die man so macht. Von daher weiß auch jeder, was er wie zu tun hat, wie das Ganze abläuft. Und von daher sind wir da eigentlich immer ganz froh, wenn das dann ganz gut klappt mit dem Fotografen und hatten da bisher auch eigentlich nie größere Probleme. Man spricht sich ab, gerade jetzt, was du gesagt hast, bei der Trauung, dass man sich da nicht zu viel im Weg rumsteht. Aber auch später beim Fotoshooting zum Beispiel machen wir ja meistens auch so ein Videoshooting dann mit. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, miteinander zu kommunizieren. Wir machen es in der Regel so, dass wir sagen, der Fotograf soll erstmal so sein Programm machen und die statischen Aufnahmen und dann springen wir immer so ein bisschen mit rein und sagen dem Brautpaar dann so und das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mit Bewegung, weil wir natürlich für das Video einfach viel mehr Bewegtszenen brauchen, als das jetzt beim Fotograf der Fall ist. Wobei es hier auch immer so ein bisschen Unterschiede gibt zwischen den Fotografen. Also sind die Posen eher gestellt oder achtet der Fotograf drauf, dass es sehr authentische Fotos sind und lässt das Brautpaar vielleicht einfach mal machen und schaut, was passiert. Aber da sind wir auch wirklich immer flexibel und können uns da gegenseitig ergänzen und absprechen. Und man unterstützt sich dann irgendwo auch. Also dann hat der eine mal eine Idee oder der andere. Und so profitiert man natürlich auch davon. Und deswegen sind wir eigentlich immer ganz froh, wenn wir da nette Kollegen kennenlernen, mit denen das gut klappt, die wir dann einfach auch weiterempfehlen können, weil wir eben auch deutschlandweit unterwegs sind und so uns auch ein größeres Netzwerk an gerade Fotografen, Kollegen aufbauen können und da dann immer auch mal Empfehlungen dann aussprechen können. Also wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem guten Hochzeitsfotografen, schreibt gerne in die Kommentare oder uns gerade eine E-Mail oder ein WhatsApp, dann gucken wir mal, ob wir in eurer Region jemanden empfehlen können. Auch wichtig ist für uns immer die Zusammenarbeit mit den DJs und den Sängern, weil so ein Hochzeitsvideo natürlich auch sehr von der Musik profitiert, sodass wir da gucken, dass wir, wenn es möglich ist, das direkt vom Mischpult abgreifen und einfach kurz mit dem Sänger und dem DJ Rücksprache halten, damit wir uns da anklemmen können und die Musik in bestmöglicher Qualität abgreifen können. Ja, und ganz wichtig ist der DJ auch für die Party später, weil der natürlich zum einen die Stimmung so ein bisschen in der Hand hat, zum anderen aber auch das Licht. Und da ist es immer ganz wichtig, oder das ist was wir relativ früh am Tag dann machen, dass wir uns mit dem DJ kurz schließen, gerade was zum Beispiel den Eröffnungstanz angeht, dass wir da drauf achten oder mit dem DJ eben absprechen, dass vielleicht nicht gerade das Licht dann blau und grün ist, weil das natürlich im Video
nicht so toll aussieht, sondern wir versuchen dann einfach mit dem DJ zu klären, ob er entweder während dem Eröffnungstanz das Licht ganz ausmacht oder vielleicht einen schönen Gelb- oder Orangeton. Das wirkt einfach im Video und wenn der Fotograf da ist, auch auf den Fotos meistens deutlich angenehmer, als wenn das Brautpaar eben total grün und blau im Gesicht ist. Und das geht in der Regel aber auch ganz gut. Die DJs kennen ihre Technik und wissen, was sie wie einstellen müssen. Und von daher ist das in der Regel auch wirklich gut machbar. Ansonsten haben wir an Dienstleistern ab und zu, gerade auf russischen Hochzeiten, eben auch so eine Moderation. Das ist für uns natürlich immer sehr hilfreich, weil wir einfach einen Ansprechpartner haben und jemand, der so ein bisschen durchs Programm führt und uns dann immer auch Bescheid geben kann, wann welcher Punkt passiert. Das ist auf anderen Hochzeiten nicht immer so der Fall und da muss man dann eher spontan reagieren. Also sind wir da eigentlich immer sehr froh, wenn wir da jemand haben, der so ein bisschen Bescheid weiß. Genau, und bei allen anderen Hochzeiten ist es für uns super wichtig, da kommen wir jetzt so ein bisschen zum Punkt Zusammenarbeit mit dem Brautpaar, dass wir im Vorfeld einfach euer Programm schon kennen. Dann kann es auch spontan sein, dass mal was verschoben wird. Das ist dann kein Thema, weil wir im Grunde wissen, was geplant ist und uns so drauf einstellen können, was noch kommt. Ja, und hier ist es für uns auch immer hilfreich, wenn wir dort auch eine Ansprechperson haben, zum Beispiel Trauzeugen, die so ein bisschen wissen, was geplant ist oder wer die wichtigen Personen sind an dem Tag, wer vielleicht noch eine Rede halten wird, wo die Eltern, Großeltern oder so sind, dass man das eben mit einfangen kann, weil wir das natürlich im Vorhinein gar nicht so wissen. Man lernt die Leute dann natürlich den Tag über so ein bisschen kennen, aber im Vorhinein ist es immer ganz gut, wenn da jemand ist, der Bescheid weiß und uns dann so ein bisschen zeigen kann, wer die wichtigen Personen sind. Zumal ihr als Brautpaar ja auch nicht unbedingt wisst, was so alles passieren wird. Oft gibt es ja noch Überraschungen, von denen wirklich nur die Trauzeugen wissen oder von denen vielleicht auch gar niemand was weiß. Und dann ist es einfach gut, wenn zumindest einer irgendwie den Überblick hat, wann noch ein Zeitpuffer wäre, wo man sowas noch einschieben könnte. Auch für euch natürlich, damit nicht der komplette Zeitplan gesprengt wird, weil plötzlich jemand noch eine Rede halten will. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir jetzt zum Brautpaar an sich kommen. Also für uns ist es immer ja so ein bisschen eine blöde Situation, wenn wir zum Brautpaar hingehen müssen und das Brautpaar fragen, naja, was passiert denn jetzt, was ist noch geplant? Deswegen, wie gesagt, sind wir da immer ganz froh, wenn wir zum Beispiel Trauzeugen haben, an die wir uns wenden können, weil wir sagen, es ist euer Tag und wir wollen da so unauffällig wie möglich sein und euch da nicht irgendwie groß belästigen. Und deswegen ist es da immer ganz gut, wenn wir da jemand anderes haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir den Tag über natürlich auch mit euch in Kontakt stehen und so ein bisschen absprechen, was als nächstes passiert. Zum Beispiel, wann irgendwie das Shooting geplant ist, weil das ja ein Punkt ist, wo oft nur ihr beiden irgendwie alleine mit dabei seid, was vielleicht mit dem Fotografen dann noch geklärt wurde. Also, dass wir da einfach auch so ein bisschen die Infos kriegen. Aber ansonsten ist es für uns einfach wichtig, das Brautpaar so viel wie möglich in Ruhe zu lassen, dass die den Tag einfach auch genießen können. Genau, also es würde nie passieren, dass wir irgendwie groß ins Geschehen eingreifen. Wir sind einfach dabei, halten fest, was passiert und das war's. Also wir sind da weder den Gästen im Weg noch dem Brautpaar im Weg, sondern begleiten einfach, was passiert. Genau, das ist für unsere Videos auch ganz wichtig. Also wir wollen da nicht irgendwie großartig gestellte Aufnahmen und dass man sagt, naja, Moment, ihr dürft jetzt nicht die Torte anschneiden, wir müssen jetzt erstmal hier noch alles platzieren und alles, sondern es passiert einfach so und so, wie das Ganze dann an dem Tag ist, so nehmen wir es auch auf und wollen da nicht, dass jetzt alles irgendwie gestellt ist und das ja dann zwar vielleicht ganz schön aussieht, aber auch dadurch einfach nicht mehr authentisch und nicht mehr eure Hochzeit dann ist. Von daher, wie gesagt, versuchen wir uns da immer ein bisschen zurückzuhalten, sind aber trotzdem ganz froh, wenn wir entsprechende Infos dann auch kriegen. Und auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich, wenn wir als nicht nur als Dienstleister gesehen werden, sondern auch so ein bisschen integriert werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wirklich einen Sitzplatz auch haben bei den Gästen, weil das für uns natürlich eine super Möglichkeit ist.
Genau, weil also manchmal haben wir so die Anfrage von Brautpaaren, dass es einen extra Dienstleisterraum gibt, wo wir dann auch Pause machen können, in Ruhe essen können. Das ist super lieb gemeint von den Brautpaaren, bringt uns aber meistens überhaupt nichts, weil wir gar nicht mitbekommen, was gerade passiert, ob vielleicht noch eine Rede gehalten wird oder ob gerade wirklich nur das Essen kommt. Und wir haben viel mehr Ruhe, wenn wir einfach mitten im Geschehen sind, uns da kurz hinsetzen können und vor Ort sind, wenn dann was passiert und wir wieder aufspringen und die Kamera zücken müssen. Genau, also für uns ist es einfach wichtig, sehr spontan auch reagieren zu können. Es ist zwar schön, wenn wir uns auch mal 5 Minuten irgendwie hinsetzen können oder vielleicht mal eine Kleinigkeit essen, aber wir sind ja an dem Tag auch einfach da, um zu arbeiten und da jeden Moment dann auch festzuhalten. Und da bringt es uns nicht unbedingt was, wenn wir irgendwo in einem separaten Raum sind und vielleicht irgendwelche spontanen oder witzigen Momente gar nicht mitbekommen und die dann später im Video fehlen. Von daher sind wir immer ganz froh, wenn wir irgendwo einen Platz mitten im Geschehen haben, wo wir dann zwar auch mal unsere Sachen ablegen können, mal einen Schluck trinken, aber eben nicht so separat sind, dass wir da nichts mehr mitbekommen. Genau, vielleicht noch gerade zum Thema Essen, was Dienstleister angeht. Also wir können natürlich nicht 8 bis 14 Stunden arbeiten, ohne zwischendurch mal einen Schluck zu essen und zu trinken. Deswegen sagen wir den Brautpaaren immer auch, plant uns für die Verpflegung mit ein. Oft gibt es von den Locations auch Sonderkonditionen für Dienstleister, dass ihr nicht den vollen Preis bezahlen müsst wie für die Gäste, sondern ein bisschen Rabatt da bekommt, sodass wir auch einfach uns zwischendurch stärken können und dann wieder fit sind, weiterzuarbeiten. Ja, und im Grunde sind das so die Punkte, die wir so zu dem Thema Dienstleister unter sich, aber auch das Brautpaar mit den Dienstleistern euch einfach so ein bisschen erklären wollten, weil es hier natürlich immer auch viele Punkte gibt, die das Ganze so betrifft. Genau, und zum Schluss vielleicht noch so der allerwichtigste Tipp. Macht Vorgespräche mit euren Dienstleistern. Egal, ob das der Sänger ist, der Videograf, der Trauredner. Gut, der sowieso, der muss ja mit euch planen. Aber lernt sie kennen. Es sind Leute, die euch eng begleiten am Hochzeitstag. Und wenn ihr dann vor Ort merkt, oh, was ist denn das für ein komischer? Oder es passt einfach die Chemie nicht, was ja durchaus sein kann. Dann habt ihr echt ein Problem. Deswegen machen wir mit unseren Brautpaaren fast immer mittlerweile einen Zoom-Call, weil man die Leute einfach auch schon mal persönlich kennenlernen kann, ohne dass man jetzt vielleicht hinfährt. Und es ist kein riesen Zeitaufwand, aber hilft uns und hilft dem Brautpaar, dabei festzulegen, ob das passt oder ob das eben auch nicht passt. Weil auch das kann passieren und auch das ist völlig in Ordnung. Ja, und es macht die Kommunikation am Hochzeitstag selbst auch irgendwo ein bisschen lockerer. Teilweise sind wir ja schon direkt morgens beim Getting Ready dabei. Und da ist es natürlich ganz schön, wenn man sich irgendwie vorher schon mal gesehen hat und dann nicht jemand ganz Fremdes irgendwie kommt, den man irgendwo übers Internet gebucht hat und mit dem man vielleicht vorher noch nie 3 Worte gesprochen hat. Deswegen ist natürlich so ein persönliches Vorgespräch, wenn es geht, aber ansonsten mittlerweile ja auch über Videochat gut machbar, dass man ja einfach den anderen schon mal kurz erlebt und gesehen hat. Das macht die ganze Sache deutlich einfacher und für euch am Hochzeitstag dann einfach auch entspannter. Genau, das wäre dieses Video. Nächste Woche gibt es wie immer das nächste Video. Schaut gerne auch in die letzten nochmal rein, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.